Hey Chomba, willkommen in Night City und in diesem Video. Wenn du immer schon mal als Cop in Night City unterwegs sein wolltest, dann habe ich gute Nachrichten für dich, denn es gibt ein Polizeiset, was dich zumindest optisch in einen Cop verwandelt. In diesem Video zeige ich dir, wie du alle Teile des Sets finden kannst, welche Anforderungen du erfüllen musst und wie das Set bei einer weiblichen und bei einem männlichen Wii ausschaut. Alle Teile, die du in Night City finden kannst, sind ohne Kampf erreichbar. Insofern musst du dich jetzt nicht speziell vorbereiten oder so. Es reicht eine einfache Karre aus und schon kann es losgehen. Die Teile sind von der Seltenheit immer legendär, egal welches Level du hast. Aber du musst auf die Slots achten, denn manchmal hat das Teil, auf das du triffst, nicht die volle Anzahl der Slots. In diesem Fall kannst du einfach rerollen. Das bedeutet, du speicherst und lädst den Speicherstand so lange neu, bis das Ergebnis eben stimmt. Alternativ kannst du dich auch etwas entfernen und wiederkommen, auch dadurch wird das Item rerollt. Mehr Informationen zum Thema Loot und Looten findest du in einem Video, das ich dir in die Box packe. Genau dort findest du auch eine Info, wie viele Slots ein Teil maximal haben kann, falls du das noch nicht weißt. Nebenbei, es gibt noch eine Menge anderer genialer Sets. In der Box befindet sich daher ein weiterer Link und zwar zu einer Playlist, die alle Set-Videos beinhaltet. Wie immer arbeiten wir uns wieder von oben nach unten bzw. von Norden nach Süden durch Night City. Wir beginnen unsere Tour diesmal in Watson. Genauer gesagt am Schnellreiseterminal Martin Street und das liegt in Watson Northside. Hier rechts haben wir das Terminal, wir fahren jetzt einmal geradeaus durch, überqueren die Straße und fahren dann bis zur nächsten Kreuzung und hier geht es dann auch schon rechts rein. Es geht dann noch ein bisschen weiter die Straße entlang, bis du hier diese Gasse entdeckst und in diese Gasse müssen wir rein. Wir fahren dann hier so ein bisschen entlang und halten uns immer links. Wir kommen dann ganz automatisch zu diesem Platz hier und hier liegt ein Polizist, der es bereits hinter sich hat. Und dieser Polizist hat die Polizeischutzbrille mit Holotönung dabei, die man ab Level 6 tragen kann. Wir machen uns auf zum nächsten Teil. Wir bleiben in Watson und es geht weiter in Little China und zwar beim Schnellreisepunkt Metro Ferrier Street. Wenn wir die Metro rechts haben, laufen wir geradeaus durch, immer weiter. Wir kommen hier an den Automaten vorbei und dann halten wir uns rechts, bis wir an diese Treppen kommen und die gehen wir runter. Und hier bei den spielenden Kindern haben wir dann einen Hauseingang und in diesem Hauseingang liegt schon wieder ein toter Polizist und der beschert uns diesmal die stichfeste Neotech Polizeihose mit Composite Futter. Die Hose hat übrigens keine Mindestanforderung, was das Level betrifft. Du kannst die Hose also sofort anziehen, wenn du magst. Es geht weiter zum nächsten Ort. Wir sind in Santo Domingo und zwar in Rancho Coronado und das Schnellreiseterminal nennt sich hier Almunesar und Jerez. Und von hier aus ist es gar nicht weit. Wir brauchen eigentlich gar nicht mit der Karre hier zu fahren, aber weil es eine Polizeikarre ist, ist das natürlich geil. Aber wie du siehst, war die Fahrt jetzt unnötig. Man hätte auch einfach hier rüberlaufen können. Hier haben wir einen größeren Tatort, würde ich mal sagen. Hier sind überall Polizeiwagen und überall liegen tote Cops rum. Und einer der toten Cops hat die schwere aramidverstärkte Polizeijacke an, die hier schon die volle Slotanzahl hat. Aber beachte, die kann man erst ab Level 18 anziehen. Wir verlassen diesen Tatort, aber wir bleiben in Rancho Coronado. Wir sind nun in der Woodhaven Street und die befindet sich nicht weit von unserem letzten Standort, nämlich hier im Osten am Staudamm, also am Fuß des Staudamms. Und von hier aus laufen wir geradeaus und da vorne sehen wir auch schon eine Polizeikarre stehen. Und das gibt uns hier schon den Wink, dass hier irgendetwas los ist. Irgendwo müssen die Polizisten ja sein. Also schauen wir uns doch mal um. Hier gibt es eine Treppe, die gehen wir hoch. Hier ist eine weitere Treppe und dann haben wir hier diese Leiter. Und diese Leiter steigen wir mal hoch und wenn wir das getan haben, dann sehen wir hier oben auf dem Dach liegen Cops rum, wieder tot.
Und der hier hat wasserfeste Polizeistiefel dabei. Und wenn wir uns mal den anderen anschauen, auch der hat wasserfeste Polizeistiefel an. Also haben wir hier zwei Paar wasserfeste Polizeistiefel. Das dürfte ein Bug sein. Bei der Position, wo wir eben waren, gab es vorher auch zwei Jacken. Und mittlerweile ist eine Jacke davon verschwunden, so dass ich davon ausgehe, dass das hier auch bald der Fall sein wird, dass hier am Ende nur einmal die Stiefel zu bekommen sind. Ja, und das war's auch schon mit dem Polizeiset. Bedauerlicherweise gibt es beim Polizeiset nur 4 Teile. Wir haben also eine Brille, wir haben eine Hose, wir haben eine Jacke und wir haben die Stiefel. Was jetzt natürlich fehlt, ist einmal ein T-Shirt für den Slot, Oberteil, untere Schlicht und natürlich eine Kopfbedeckung. Diese beiden Teile gibt es nicht im Spiel und die sind leider auch nicht in den Files vorhanden, so dass ich dir jetzt nicht sagen kann, wie die aussehen. Es gibt allerdings zumindest einen Polizeihelm und den hatte ich hier auf den Kanal auch schon mal vorgestellt. Ich verlinke dir mal ein Video, wo du dir den zumindest mal anschauen kannst. Problem bei diesem Helm ist, dass man den nicht mehr an einer festen Position findet und schon gar nicht in Legendär. Aktuell kenne ich keine Position, wo man den wirklich immer in Legendär bekommen könnte. Und da es so eine Location nicht gibt, ist auch die Frage, ob das überhaupt das Teil für das Set gewesen ist. Denn ich sagte ja am Anfang, das Besondere bei diesen Sets ist immer, dass sie von vornherein legendär sind und niemals selten oder episch oder dergleichen, die sind immer legendär. Und die anderen Teile, die man so NCPD und polizeimäßig finden kann, die gibt es halt in verschiedenen Seltenheiten. Ich gehe mal stark davon aus, dass zu diesem Set hier eigentlich eine Mütze gehört und diese Mütze einfach noch nicht im Spiel drin ist. Und beim T-Shirt könnte es natürlich alles Mögliche sein. Allerdings würde ich mir einfach ein T-Shirt mit NCPD-Logo oder einfach dem Schriftzug NCPD wünschen. Das wäre auf jeden Fall ziemlich genial. Sobald sich beim Polizeiset irgendetwas tun sollte, also sobald CD Projekt Red hier nachliefert, sei es nun der Helm oder das T-Shirt oder beides, dann erfährst du das natürlich hier auf dem Kanal. Ich halte dich da auf dem Laufenden. Aber jetzt kommen wir zum Showcase. Ich möchte dir natürlich auch zeigen, wie das Set nun bei einer weiblichen und bei einem männlichen Wii ausschaut. Ich für meinen Teil bin schon mal raus. Ich wünsche dir viel Spaß beim Showcase. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Reinschauen, mach's gut und bis zum nächsten Mal in Night City.